Und als nächstes nehme ich da jetzt den Filter, den man angeblich da irgendwo so aufkriegt. Den kann man jetzt da vorne drauf schrauben. Das, meine ich, war es jetzt dann. Also, das tut nämlich ein bisschen schon die Luft aussaugen. Dann schaut man das wieder drauf. Blast das restliche Wasser da aus. Verhindert, dass die DNA zu schnell abgebaut wird, damit man es noch einmal mit der Post schicken kann. Das ist so ein Beutel, der auf uns zugeschnitten ist. Und das geht jetzt dann so zu Boden. Schauen wir mal, was für Viecher wir da drinnen haben. Inzwischen ist eine Zeit vergangen, es ist Anfang Dezember und ich habe die Ergebnisse zugeschickt bekommen. Da sehen wir es also, bei uns sind am meisten Erdkröten und Grasfrosch, kein Bergmulch. Und interessant finde ich auch noch, dass da steht, dass bei uns dieser für die Amphibien gefährliche Pilz nicht nachgewiesen werden konnte. Und wir sollten es einfach vermeiden, Wasser, Pflanzen oder Tiere in andere Gewässer oder von anderen Gewässern zu uns einzubringen. Nicht schlecht. Also das mit den Erdkröten und den Grasfrösche, das hätte ich so auch gewusst. Interessant finde ich, dass diese kleinen schwarzen Viecherln, die da nach die Kaulquappen kommen und bei uns in ganze Massen da herum kupft sind,
Das sind nämlich nicht Frösche, sondern das sind die kleinen jungen Erdkröten. Und diese etwas größeren Kaulquappen, die bräunlicheren, das sind die Großfrösche. Wieder was gelernt. Na dann, freuen wir uns schon auf den nächsten Sommer.